Hallo Leute, der Sorero ist wieder da mit der nächsten Folge Everspace 2. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir machen weiter. Ich glaube, fast drei Level geschafft. Ich bin Level 18 und wir gucken mal kurz ins Schiff. Und ich hatte ja in der letzten Folge ziemlich Probleme und hier 17, 18, sogar Superior 18. Also ich habe die Sachen ganz schön gut aufgerüstet bekommen, bin deutlich besser ausgerüstet. Allerdings sind auch die Gegner schwerer geworden, muss ich tatsächlich so sagen. Und ich bin kurz vor Level 19, weil es ein Level 15 Sensor, aber ich habe hier einige Sachen Level 19 und da werde ich dann auch mal gucken, wenn ich Level 19 bin, ob die Sinn machen. Die dann zum Beispiel diese Homing Missiles haben eine kürzere Reichweite, aber haben deutlich mehr Durchschlagskraft, deutlich mehr. Ja. Also das macht ganz Sinn. Und dieser, wie heißt der Typ? Warte, jetzt gucken wir mal hier, der, das ist die Hauptmission, Fallon Pango, genau, dieser Typ in dieser komplett versteckten Basis, die komplett mit Tarnung versehen ist, der hat mich angeschrieben, es geht mit diesem komischen Parasiten weiter. Und da werden wir jetzt erstmal hin. Das machen wir jetzt erstmal. Show on Map. Da müssen wir hin. Ist, glaube ich, nicht so weit. Aber das machen wir als allererstes, weil da interessiert mich tatsächlich, wie die Story weitergeht. Wo muss ich denn hin? Da muss ich irgendwie hin. So. Genau. Wenn es dir gefällt, freue ich mich natürlich gerne über ein Like. Wenn du Fragen hast oder Hinweise oder Tipps oder Wünsche, dann schreib mir das doch in die Kommentare. Und wenn du mich unterstützen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Ja. So, genau. Cracked Asteroids, ist das das? Naja, wie auch immer. Da fliegen wir jetzt erstmal hin und schauen mal. Im Übrigen habe ich festgestellt, hier kann ich ja meine Waffen nicht auswählen. Wenn ich aber den Autopilot nicht anhabe, dann kann ich das durchaus machen. Ja, also einfach den Autopilot deaktivieren, dann kann ich meine Waffen wählen, dann den Autopilot wieder anschalten, dann passt das. Bin ich da jetzt richtig? Cracked Asteroids? War da die Basis? Nee, ich bin hier falsch. Ich muss ins... Hier ist irgendwas anderes. Ist das hier die... Nee, hä? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade ist, aber okay. Was muss ich hier machen? Wir schauen mal. So, und dann stellt sich fest, das habe ich auch schon mal festgestellt, dass ich dann, wenn man irgendwo hinspringt, das ist eine Mine, dass ich es dann aber wieder zurückgesetzt hat. So. Also ich kann dann umschalten, aber es bleibt nicht. Und ich vermute, das ist ein Bug. Den müssen wir noch beheben. So. Ja, das ist noch so weit. Ganz so weit kann der dann doch nicht. Blueprint unlocked. Blaster. So. So, jetzt fliegen wir mal hin. So. Level 19. Dann können wir das gleich machen. Können wir da gleich gucken. Sehr schön. Blueprint. Was das für einer ist. Device Upgrade acquired. Impulslaser. Ein blauer Pulslaser. Ist das neu? Einen Pulslaser habe ich ja. Hier, den habe ich gerade genutzt. Das ist auch ein Pulslaser. Und jetzt Level 18. Wir sind jetzt Level 19. So, das nicht. Die Coilgun hat höhere Reichweite. Achso, ja. Mit höherer Reichweite, die ist die. Macht mehr Schaden. Aber da lassen wir tatsächlich die Flak. Die Flak ist ganz lustig, wenn du Sachen abbauen willst. Dann ist die Flak echt geil. Machen wir mal das Mantle. Ich habe hier den Sensor. Wisst ihr was? Bei dem Sensor kann ich doch die Rarity increasen. Da müsste ich doch genug Zeug haben.
So, und dass ich den jetzt auf blau mache. Und dann gucken wir mal, dann hat der nämlich ein bisschen mehr. Nee, super viel mehr, aber ein bisschen. Ja. So, den dismanteln. Den machen wir nicht. Scattergun. Level 18. Die hat einen unglaublichen Schaden, aber ist halt eine Reichweite von 550. Ich heb mir die mal auf. So, das Prime Speedboard Schild. Only charge. Charges while boosting. Das wäre ein Grund, es nicht zu machen. Aus meiner Sicht. Ja. So. Den Energy Core, der hat den gleichmäßigen Output. Die haben alle einen unterschiedlichen. Der hat mehr Weapon. Aber wenn wir den modifieren und den auch in Rarity erhöhen. Dann gucken wir mal, wo der dann ist. Dann ist der nämlich ziemlich gut. Also Schild und Boost ist besser. Plus 30% Output on top. Ja. So, und dann können wir hier in das Ding dismanteln. Die Homing Missiles, die equippen wir. Und die sind besser. Deutlich besser. Dismantle. Den Rest. Medium, Medium, Small. Und Large. Das lassen wir alles drin. Okay, gut. So, dann bin ich da. Aber jetzt können wir hier aber uns noch umgucken, ob jetzt hier noch irgendwas ist. Copper Deposit, das nehmen wir mit. Da kann ich euch mal die... das ist ja hier schon. Die Flag, nee, die Flag zeigen. Die ist ganz lustig. Ein Schuss und weg. Das ist sehr lustig. Und auch gegen so Schiffe, die ganz viele Raketen verschießen und so, ist die, oder Sachen, wenn viel auf einen Haufen ist, ist die Flag richtig gut. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Mal umgucken. Kann man hier rein? War ich hier schon mal? Er sieht es so wenig. Oh. Na, jetzt. Wenn man treffen sollte, man schon. Irgendwie. Irgendwie ist hier ganz schön wenig. So. Und gerade diese Flawless-Sachen braucht man dann, um auch Sachen aufzuwerten. Sind die dann wichtig? Deswegen kann man da ruhig mal so ein bisschen Sachen sammeln. Pure Titanium. Okay, so, jetzt wollen wir aber eigentlich das hier machen. Und müssen... Bin mir nicht sicher, ob ich gerade richtig bin. Aber eigentlich ist das blaue ja. Warte mal, wir gucken einmal kurz in die Mission. Go to Union Outer Rim. Ja, okay. Dann sind wir da richtig. Das will ich ja machen. Diese... Ich will wissen, wie es da weitergeht mit den Parasiten. Außerdem müssen wir den ja irgendwie... erledigen. Was ist denn das da? Achso, da ist... Was ist da? Ich weiß nur nicht, wenn ich das abschieße, ob ich dann Ärger kriege hier mit dem Kollegen. Doc. So. I usually like to chatter a bit. I'm well aware. Although in this instance. The issue is extremely pressing. The parasite is spreading. To what extent, I cannot tell. I investigated deeper into the matter of the host ship, the Nordborg. In fact, I made contact with someone who worked on the project. The individual, a researcher, wishes to remain anonymous, but has nevertheless shared some of his knowledge with me. He even had an idea why you might not have been affected. Okay, elaborate. Your outdated hive unit
offers a degree of protection through its obsolescence. If I had a hand, I would slap you across the face. So my ship is immune? The parasite, following its parasitic nature, was not designed to attack colonial tech. But it is learning. It is trying to find a way in. But more importantly, it seems the parasite you found at the Nordborg was able to imitate human behavior. It communicated with you, is that right? Yes, it did. It was a little cryptic, but at least it could be concise. This level of imitation is very unusual. New strands don't start on that level of adaptation. This researcher believed the worst had happened, and the parasite has begun to evolve to imitate life signals. So a simple bioscan would no longer suffice. I don't like where this is going. If he's right, this parasite has spent decades in its cage, honing its skills. It could be what we would call the Alpha Strain. The researcher is bound to know more. Where do I find him? That's the problem. He was attempting to locate the parasite to study its progress when he disappeared. I'll give you his last known location. Okay, sounds good. At the time, he was testing a new scanner configuration, which could potentially expose the parasite. Sounds like the sooner we nip this thing in the bud, the less likely it'll spread. I'll call you when I find the researcher, Pango. If nothing is done, I fear the DMZ could become even more inhospitable to organic life. Okay. So, Shop, nee, da ist nix. Also, wir müssen irgendwo ein Researcher, was ist denn das jetzt alles? Container? Waren die vorher schon da? Habe ich die noch nie gesehen? Jemanden finden, der also Forschung betreibt und der offensichtlich mitgeholfen hat, dieses Ding zu entwickeln. Okay. Clothing, Credits, okay. Dann machen wir hier mal ganz kurz. Scrap. Das war eine Mine. Ich hatte sie vorhin gesehen. Uiuiui. Wir werden gleich nochmal landen. Vorher. Warte mal kurz. Die Mine machen wir mal. Hier war doch noch eine da. Das ist sehr gut gegen Minen, diese Flag auch. Sehr entspannt. So. Energy Core. Okay, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann landen wir jetzt nochmal. Da können wir gleich einmal reparieren. Station. Ein paar Sachen verkaufen, glaube ich. So. Quick Repair. Und dann Cell. Und das haben wir hier. Den können wir dismanteln. Da haben wir einen, der ist gleichmäßig. Die können wir dismanteln. Die Gauss Cannon. Dismanteln wir. So. Jump. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Wir müssen offensichtlich Hardroid's Wage dahin. Okay. Wir müssen also wieder in das Sarkov-System kommen, was wolle. Also fliegen wir mal los. Sind wir da? Ist zum Glück nicht so weit. Wenn du dann so 300.000 oder so hast, das dauert schon ein bisschen. Ist ja sich ewig lange, aber es dauert ein bisschen. Naja, ist halt so. So. Solar Panels. Rahmen, okay. Scout. Damit. Nano
Repair Kit. Ich glaube, wir müssen durchs Sprungtor. Ich würde mal sagen, die Sachen sind hinter dem, oder? Und dann gibt es da noch irgendwelche Credits. Ja. Trifft nicht immer. Blueprint. Wo sind die Credits hin? Hier sind auf jeden Fall die Sachen. Armor Breaker Missiles. Mitnehmen kann man so auf jeden Fall. Solar Panels braucht dich für irgendwas, oder? Irgendein der Perks. Kann das sein? Ja! Invest! Solar Panels! Hab nur 2 bekommen. Na gut. Da ist es. Jetzt würde ich. Irgendwo waren doch Credits. Finde ich die denn jetzt da? Habe ich das Zeichen gefunden? Da hinten. Okay. Cool. Wir haben uns doch nicht entgehen lassen. Bringen wir da mal durch. Jetzt nur Level 13, das ist dann völlig entspannt und völlig harmlos. So, das ist die Hauptmission. Wo ist jetzt die andere da? Ja. Wie gesagt, Level 13 ist völlig, völlig entspannt. So, Jump Drive anschmeißen. Crash Site. Gucken wir mal. Das hört sich fast an wie eine KI. Also irgendwie eine KI hat ein Schiff gekapert, imitiert mittlerweile menschliches Verhalten. Ist auch durch Scans offensichtlich nicht so einfach zu erkennen, weil sie Biosignale auch anscheinend imitiert, wenn du scannst. Ist schön interessant. Ja? Vielleicht haben wir eine neue Lebensform entdeckt oder sowas. Keine Ahnung. Künstliche Lebensform. So. The researcher we're looking for must be somewhere around here. I have marked the given coordinates for you. Okay, erstmal die hier weg. Dann haben wir unsere Ruhe. Und komm her. Ding. Weit weg. Okay. Hier ist wieder diese Crash-Site, genau. Container und da unten, da geht's rein. Das habe ich ja das eine Mal so ewig gesucht. Da geht's rein. Mann. So, warte mal kurz. Wie weit bist du weg? Ja. Hallo? Okay, so, dann gucken wir uns jetzt das mal an. Mal gucken, finde ich hier den Container? Wusste ich, dass es hier einen Container gibt? Ja, halt! Na, so rum. Container. Hup. Wie weit seid ihr weg? As if he is in the humor for pleasant conversation. Stop!
stop shooting. This is a misunderstanding. It's dangerous here. You need to leave. Please, are you the researcher working with Pango? I came for your help. I need to know all about the parasite. It's too dangerous. I must insist that you leave. Don't worry. I'm here to help. Let me call our mutual contact to straighten this out, okay? I'm patching you through to Pango now. Ah, I'm glad my colleague Adam found you. Why didn't you answer my calls? I needed to hide, so I shut down my systems, which helped. But I don't need your assistance. Please, leave. Adam is part responsible for the current mess, and has an interest in its outcome. Also, I dare say that he is the better combat pilot. All right. I know another location where you can find more of the entity. Send me the coordinates. I'll have a look. Okay, also muss man noch ein bisschen rüber. War das jetzt wirklich noch der Researcher oder war das schon die Entity? That showed them. Yeah. Ich noch mal gucken, ob ich da irgendwas noch finde, die irgendwas getroppt haben. Ne, anscheinend nicht. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück nach Union? Ne, Union Border Control. Ach, das ist das richtige, das normale Jump Gate. Oh, wenn die da sind, das wäre gar nicht gut. Das ist das richtige Jump Gate, das was ich nicht nutzen kann, weil ich keinen offiziellen Zugang habe. Aber wenn, da wimmelt es ja von Leuten, logischerweise, die eben halt nicht die Schmugglerroute nehmen. Das wäre gar nicht gut. Dann schon gar nicht gut. Dass der Parasit sich da ausbreitet, na, dann wird's lustig. That formation over there seems quite suspicious. Outlaws G and B and Okar hanging out together? I should investigate. May I remind you that there is a parasite in this vicinity which could undermine my ability to function? Yes, Hive, but you're obsolete, remember? Ja, ich muss hier irgendwelche Cargo-Drohnen scannen. Das war noch eine Sache. Eine hatte ich schon irgendwo gefunden und dann hatte ich was gemacht und dann sind die auf mich losgegangen, weil die dieses komischen Strahlen hier erwischt haben. Aber wir müssen dann darüber. Okay, das machen wir gleich. Erstmal gucke ich, ob ich hier noch irgendwelche Drohnen scannen kann. Ich weiß, das musste ich mal machen und dann konnte ich die irgendwie deaktivieren. Nee, da komme ich nicht ran. Ran. Nee, ich kann die nicht scannen. Komisch, okay. Sehr komisch. Dann schauen wir uns das mal an. Approach the units. So. Würde mich nicht wundern, wenn das gleich richtig ungemütlich wird hier. Deswegen versuchen wir mal lieber vorbereitet zu sein. I'm hailing the G&B vessel. Hello, my name is Adam. How are you faring? No response. Although I am registering life signs. Maybe I sounded too much like a salesman. I'll try again. I used to work for G&B myself. I just have a quick question. I am G&B. I work like a drone. Are you all right? I am. Can you tell me your name? I am. Okay, something's wrong with this guy. Let's try that scanner configuration Pango gave us. Careful now.
Also muss ich jetzt näher ran. So. Wow. Wow, Mist, ich bin draufgegangen. Ich dachte, ich schaff's, aber... Ah, ich war ja natürlich auch super nahe dran. Hätte vorher eher zu Raketen greifen sollen. Also einfach gegen vier Gegner. Okay, so. Nochmal das Ganze. Also, ich muss dann auch mal Abstand gewinnen. Und weg. Es hilft nichts. Ich schaff die nicht mit einem Mal. I'm hailing the G&B vessel. Hello, my name is Adam. How are you faring? No response. Although I am registering life signs. Maybe I sounded too much like a salesman. I'll try again. I used to work for G&B myself. I just have a quick question. I am G&B. I work like a drone. Are you alright? I am. Schade, dass man das jetzt nicht überspringen kann. Okay, something's wrong with this guy. Let's try that scanner configuration Pango gave us. Careful now. So, einer ist weg. Nee. Mal kurz weg. Ja. Zweiter weg. In its early stage is not able to infiltrate the ship's systems. Let's hope it stays that way. I'll call our guy and give him the news. Hey, I wanted to give you an update. It looks like the scanner triggers the parasite badly. It attacked me right away, but there was nothing I couldn't handle. I know that the scanner works. For now. I thought you might be more pleased with that bit of news. I'm certain that the entity will adapt to the scanner at some point. Then we should deal with it before that happens. I have another location for you. I'll send you the coordinates. Sure, I'll have a look. Okay, so das heißt, wir müssen irgendwo da lang. Ich würde aber gerne zwischendurch einmal muss ich jetzt da hin? Nee, ich muss da hin. Irgendwo hingehen, wo ich hier einen Shop habe, dass ich einmal nämlich reparieren kann. Verkaufen kann. Verkaufen wird nicht so viel sein, aber reparieren wäre gerade ziemlich nötig. Dadurch, dass du so nah ran musst, um die zu scannen, hast du natürlich wirklich vier Gegner quasi direkt vor dir und die machen halt Eis auf einmal dann richtig Schaden. Uff. Aber wir haben es geschafft. Hätte man den anderen auslösen sollen, als die so nah dran waren. Dann hätte man die erstmal lahmgelegt und hätte einen Moment Zeit gehabt. Na gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es hier ist.
Quick Repair, Quick Restock, Shop. Dismantle. Die Minen verkaufe ich, den Rahmen verkaufen wir. Die dismanteln wir. Scattergun. Ich glaube, die können wir auch verkaufen. Dismanteln. So. Zarkov, Zarkov, Zarkov. Das kann ich vielleicht mal im Off machen. Okay. So. Das war mir einmal wichtig. Und dann geht's weiter. Zu der anderen Adresse, die er uns genannt hat. Ich hoffe, dass wir den Parasiten loswerden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Researcher wirklich der Researcher ist oder ob das auch der Parasit ist. Um ehrlich zu sein. Also ich habe da so gerade meine Zweifel. Stress Call machen wir. Also meistens die Stress Calls sind relativ einfach. Ich habe aber auch schon die Stress Calls erlebt, wo es echt haarig war. Wo ich gegen Unmengen an Gegnern auf einmal hattest. Could you help me out? My ship needs repairing. Let me see if I can help. Das scheint aber eher so ein, der will irgendwie einen Nano-Injektor. Da müsste ich sogar haben. Transfer Item. Any way I can thank you? Just don't be a jerk whenever you get the chance. Okay. Wir lassen ihn noch bauen. Zu holen gibt. Container. Steckte Container. Getarnte Container. Special Container. Aber hier ist nichts. Jetzt habe ich nichts auf dem Scanner. Okay, na gut. So, dann weiter geht's. Guck mal kurz. Kurz über eine halbe Stunde. Passt. Every time. There is another uncommon combination of ships. Okay, let's see if they're real or not. Hello? Anyone home? Home? Am I at home? Okay, let's scan them and be sure about this. By scanning a few more of them. Have you noticed that every time you destroy one of these ships, another one jumps in? Yeah, guess we need to do this for a while then. Okay, sondern wenn man die einzeln hat, ist es deutlich einfacher.
dann kommen dann alle auf einmal. Destroy. This doesn't look good. Making any progress? Eradicating this thing? Yes. Saving lives? No. You were trading one conscious being for another. What are you talking about? This thing is killing people. We have to stop it before it spreads all over the DMZ. Your actions have no use. The entity is already endless. It would be better for you to leave. No, I already told you that. Wait a minute. Scan the researcher. Hab ich's doch geahnt. Das ist schon Entity. Das ist gar nicht mehr der Researcher. I can't believe I fell for it. You did. And now there is no escape from this place. Jump drives are suppressed. You will become one of us. Wow. Weckersprung. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Boah, guck mal, wie viel das ist. So. Gegangen. Boah, das sind aber viele. Heftig. Und wenn es immer mehr werden, wenn er eins abschießt und ein neues dafür reinspringt. Damage 858. Okay, nochmal das Ganze. Irgendwie Credits. Pull. Scan the researcher. Kann ich abschießen? Schade. Dachte, vielleicht kann ich hier ein bisschen aufräumen. Okay. Scan the researcher. I can't believe I fell for it. You did. And now there is no escape from this place. Jump drives are suppressed. You will become one of us. So, wir fliegen gleich mal weg. Ich bin volle Pulle weggeflogen, dass ich eben nicht mitten in den... Dass ich nicht... There's gotta be something we can do. There is a barrage of unknown signals emanating from our location to far beyond this vicinity. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. Accept your fate. You are destroying mere objects. You cannot destroy me. Oh. Oh. Mal kurz. Boah. Warum krieg ich den denn nicht? Boah. Das war natürlich dämlich, weil ich habe gewartet und dadurch sind die alle zu meiner Position gekommen. Das war vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Aber das am Anfang war gut, also einfach erstmal wegzufliegen. Dann ist man nämlich... Hat man nicht das Problem... Achso, habe ich einen gesammelt.
So, warte, wo ist denn der Searcher? Da. Wann ist man nämlich weg? I can't believe I fell for it. You did. And now there is no escape from this place. Jump tribes are suppressed. You will become one of us. So. Schild wieder. Muss ich ihn jetzt hin? Wann kommt das? Schild. Wie viel werden das denn? Hülle reparieren. Vicinity. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. Accept your fate. Weg. Ah. Irgendwo. Boah, Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin viel zu weit weg. Ich hätte einmal durch die durchgemusst. Und manche von denen sind offensichtlich richtig gut. Also es stimmt vor allem, es werden immer mehr. Ich muss anscheinend tatsächlich den Researcher, also das, was mal der Researcher war, den zerstören. Gefühlt. Warte mal, wo ist er denn? Da ist er. Researcher. Scanning. So, dann halten wir den mal hier im... In dem. Und dann versuchen wir den zuerst. Jump tribes are suppressed. You will become one of us. So. So. To far beyond this vicinity. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. Accept your fate. Okay.
Oh. Helfer! Die ist zu nah. Nein. Oh. Hey, Alter! Boah, ich flieg die ganze Zeit mit Boost und versuche auszuweichen und trotzdem treffen die mich mit einem... Ah, guck mal, 2700 Schaden. Und trotzdem treffen die mich mit einer Sicherheit. Du kriegst ja wirklich nur eine rein. Mann. Ist ja wohl nicht. Heftig gerade. So. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. Accept your fate. Yes! So, jetzt... Boah, ich bin immer noch extrem weit weg. Diesen, glaube ich. Ich habe keine Raketen. Warum habe ich keine Raketen mehr? Wo ist denn dieses? Ich. Wo ist denn das bitte? Ich sehe das noch nicht mal. Und während ich das versuche, irgendwie anzuvisieren, werde ich gleich mal wump weggeknallt. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. So, das Erste, was wir machen, ist jetzt Credits. Dann gehen wir einmal hin, weil wenn ich hier nur noch 13 Raketen habe, gucken wir mal, dass ich mir die zumindest als Common craften kann. Accept. Und die Equipen war da. Equip, so. Ja, dann brauchen die ein bisschen, aber dann habe ich da beide. Also da sich zu verstecken war auch nicht so ganz clever. Aber Mann. Sei denn, ich gehe von Anfang an hier rüber, weil ich muss ja dann idealerweise wieder hinkommen. You cannot defeat me. There will always be more. Ich glaube, ich muss den Elite tatsächlich erledigen. Ja. So. Emanating from our location to far beyond this vicinity. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. Ich muss erstmal weg hier, ey. Ich bin hier ja. Ich gehe ja völlig drauf. So. Und jetzt muss das Problem, ich muss jetzt durch die Schiffe durch. Nix. Da ist.
jetzt. The signal is weak, but it appears as if there is yet another source. Are you serious? Where is it? I need time to pinpoint it. We don't have time, Hive. Just a minute. Oh no, Hive. Don't fail me now. Super. You are destroying mere objects. You cannot destroy me. He did it. I can see the marker. Hive, are you there? Hive, answer me. No. I need to destroy that thing right now. Useless. I am easily replaced. Oh, wie ist das jetzt hier? Und ich sehe, wo ist der Marker? Da ist der Marker. Ah, das ist zu viele. Oh, ich erkrieg einen. Oh, Mann. Das gibt's nicht. Ist das... Also das ist mit Abstand der heftigste Kampf, den ich bis jetzt hatte. Und die sind alle Level 18. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie total untergelevelt bin. Aber das ist... Secondary, so. Das Ding. Craft. So, und dann sagen wir hätten das gern da ausgerüstet. So. Nochmal. Also, Researcher. Ich denke fast. I can't believe I fell for it. You did. Das ist ja irgendwo hier drüben. Now there is no escape from this place. Jump drives are suppressed. You will become one of us. Okay. You cannot defeat me. There will always be more. Surrender to the inevitable. There's gotta be something we can do. There is a barrage of unknown signals emanating from our location to far beyond this vicinity. Maybe that's what's attracting the ships. I cannot confirm. No time for speculation. Mark the source of the signal. I have located the signal source. It is a beacon. Let's get to it. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier offensichtlich, hoffentlich, besser überleben. The signal is weaker, but it appears as if there is yet another source. So, wir müssen jetzt einfach mal hier weg. I need time to pinpoint. We don't have time, Hive. Just a minute. Oh no, Hive. Don't fail me now. Accept your fate. You are destroying mere objects. You cannot destroy me. Den muss ich da. Nein, Mist, ich bin fast gegen geknallt. It will soon be over. Your worries will be a thing.
mal weg. Dann gucken. Oh, weg, weg. Oh nein! Boah! Mal, wie viel da auf mich schießen. So. Mal Hülle reparieren. Weg. Das hat mir gerade gewackelt. Und dann habe ich hoffentlich die Chance. Unfortunately, yes. I had hoped to wake up on another assignment. Yep, that's you, all right. Welcome back. What happened? The parasite attempted to infiltrate my systems. As a last resort, I went into hibernation mode. So, how were you able to reboot yourself? I left one receiving end open. The ship's internal communications input device. You followed my voice home? That is almost romantic, Hive. I took the assumption that the parasite would be more focused on attacking the ship's vital systems than the less necessary organic component. But we know the parasite can mimic voices too. How could you be so sure it was really me? There was an element of care to the tone, proof of emotional empathy, which the parasite is unable to replicate, much less comprehend. Yeah, I'll buy that. I should return to Pango. I'm sure he'll want to talk about this in person. Ich hab's doch geahnt. Also, das war jetzt ganz schön heftig. Denke mal, dieses Zurückfliegen machen wir noch zusammen. Ich will hier noch mich noch einmal umgucken. Aber das war jetzt echt mit Abstand der heftigste Kampf, den ich bis jetzt hatte. Mit Abstand tatsächlich. Wir gucken, hier gibt es irgendwo noch einen Container. Und dann gab es da noch einen Container. Der ist nur hier irgendwie drin. Wo ist bitte der Container? Da. Cargo-Unit. Und anderen Container auch. Ich weiß nicht, ob ich sonst schon alles eingesammelt habe, was hier so rumschwirrt. Ob hier irgendwo noch Loot ist, das ich jetzt vergessen habe. Aber also, das war echt heftig, der Kampf. Aber ich hab's geahnt, dieser Researcher, das war nicht der Researcher, das war schon dieser Parasit. Ob ich den jetzt wirklich erledigt habe, der jetzt wirklich weg ist, das weiß niemand so genau. Oder ob der irgendwann nochmal wiederkommt. Blueprint. Corrosion Lines, okay. Oh. Wir können mal wieder im Inventory die anderen ausrüsten, genau. So. Bin ja hier so viel durch die Gegend gedüst, dass ich mich frage, ob jetzt hier noch irgendwo Loot rumhängt von den ganzen Schiffen, die ich abgeschossen habe. Ein bisschen was habe ich aus ja schon geholt, aber sehe jetzt zumindest nichts. Okay, ich würde mal sagen, wir machen das noch, auch wenn ich jetzt schon bei einer Stunde bin. Aber wir gehen noch zurück und sprechen nochmal mit Pango und haben dann hoffentlich dieses Thema soweit abgeschlossen. Mal gucken. Wäre ja ganz nett, denke ich mal. Und dann können wir nächstes Mal mit der Hauptmission weitermachen. Oder auch nicht. So ganz traue ich dem Frieden nicht. Das war ein bisschen, weil irgendwo kamen ja andere Schiffe her, durch den Parasiten gesteuert.
Das heißt, irgendwo muss es noch mehr Parasiten geben. Vermutlich. Also wäre jetzt meine einzige Erklärung dafür. Wenn ich alles, was da jetzt war, erledigt habe, aber... ich weiß nicht. So, die Gegner ignoriere ich jetzt einfach mal alle. Und wir springen hier einfach. Allerdings will ich an der anderen Seite einmal, ich kann ja bei Pengo reparieren und aufrüsten. Das muss ich ja gar nicht hier machen. Das muss ich gar nicht hier machen, das kann ich ja bei Pengo machen. Zu sagen hat. What happened out there? You went dark when you closed in on the Nordborg. I destroyed a lot of infested ships. And the researcher, did he help you? Turned out the parasite got to him first. It only revealed itself after it thought it had the upper hand. That is regrettable. I defeated the Alpha strain though. And there's that. That might be true, but it doesn't mean that the infestation has been eradicated. New outbreaks could resurface over time. They will need to be dealt with by somebody with a proper knowledge of how they work. Yeah, I get it. Me. That somebody is me. Wouldn't it be wiser to inform the Colonial and Okar authorities? They should know what we're dealing with and the threat it poses to the DMZ. Maybe they can even come up with some kind of joint plan. I will send them warnings anonymously. Unless you are interested in accumulating more issues into your already compromised existence. No, I would appreciate the discretion. Then it's a done deal. I'm looking forward to our next meeting. It is never boring with you. Sometimes I feel I'd prefer boring. See you around, Pengo. Oh, das war ganz schön heftig. So, Repair, Restock. Einmal einen Shop gucken, was wir hier verkaufen können. Das ist 19, das ist 18. Weg, Energy Core weg, Flak weg, Small Arms verkaufen. Die Homing Missiles kann ich dismanteln, die hatte ich ja hergestellt. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann erstmal. Ich werde vielleicht noch gucken. Warte mal, ich habe hier ja noch so ein paar. Das ist Union. Zarkov, Union. Vielleicht mache ich dieses Union-Ding noch. Das ist ja auch heftig. Und dann schauen wir mal, ob ich da vielleicht noch ein paar schöne Sachen mache. Und dann geht's in der nächsten Folge aber mal weiter mit der Hauptmission. Vielen Dank. Bis dann, Leute.